Ubisoft. Blue Byte Productions. Und Related Designs. Präsentieren Anno 2070. Willkommen zu Let's Play Anno 2070, die Tiefsee. Wir sind hier in der Kommandozentrale. Und normalerweise würde man das Videobriefing sehen, wenn man das Spiel zum ersten Mal starten würde. Deswegen geht es jetzt einfach gleich los. Willkommen auf Ihrer Arche. Mein Name ist Eve. Ich bin eine künstliche Intelligenz. Meine Systeme sind darauf ausgelegt, Ihnen behilflich zu sein. Sie können mir blind vertrauen. Jederzeit. Status-Update. Erde. Aktuelles Jahr 2070. Kontinuierlich steigender Meeresspiegel verändert Ökosysteme. Zahlreiche Küsten überflutet. Weitere Regionen gefährdet. Etliche Küstenmetropolen aufgegeben. Dürren und Missernten verursachen Völkerwanderungen. Nationale Strukturen verlieren an Bedeutung. Die bekannte Ordnung versinkt mit den Küstenstädten im Meer. Klimawandel verschärft Verteilungskampf um verbleibende Rohstoffe. Umdenken erforderlich. Zuvor karge Landstriche durch Verschiebung der Küstenlinien nun fruchtbar. Neue Technologien bieten neue Chancen. Und jetzt werden uns die Fraktionen vorgestellt. SAAT. Zum einen wäre das SAAT, die Wissenschaftsorganisation, die Techs hat. Und auch ich. Also Wissenschaftler. Ihre Schöpfung. Definition Arche. Schwimmende Forschungsstation. Der Vorteil in den Text ist, dass die die Flugzeuge haben und dass man die relativ schnell freischalten kann, Menschen, diese Baupläne. Registriere Interessen. Ja, wie schon gesagt, das ist aber nicht die Hauptfraktion. Es gibt zwei Hauptfraktionen. Das ist einmal Global Trust, das man hier sieht, als größter Energielieferant. Und dann haben wir noch die Eden Initiative, die Ökos sind das. Die durch modernste Green-Tech-Verfahren stetig an Einfluss gewinnt. Diejenigen, die die Umwelt schätzen. Und hier sehen wir nochmal den Unterschied zwischen den Städten. Also das ist schon ein immenser Unterschied, wie ich finde. Wir machen das wie folgt. Im ersten Part werde ich euch das Spiel nur so ein bisschen zeigen, ein bisschen vorstellen. Im zweiten Part geht es dann mit dem Zocken richtig los, liebe Anno-Suchtis. Update. Sorry übrigens, dass ich hier noch die FPS-Anzeige habe, aber das wird, denke ich mal, in Zukunft wegfallen. Ich brauche einfach die Absicherung, dass ich aufnehme. Mir sind da schon zu viele Aufnahmen passiert, die, ja, also dann doch nicht so richtig geklappt haben. Also, was gibt's hier noch so in dem komplexesten Anno von Ubisoft, das jemals entwickelt wurde? Hier gibt es DCLs, die man sich kaufen kann. Die kosten alle so ich glaube, 5 Euro, 8 Euro. Und dann natürlich das Tiefsee-Add-on. Zu dem Tiefsee-Add-on erkläre ich dann aber später noch ein bisschen was. In den Profildaten sehen wir noch die Konfiguration. Das, was man freigeschaltet hat, kann man hier auswählen. Die Karriereleiter. Da bin ich jetzt, habe ich jetzt schon alles voll. Also ich spiele das nicht blind. Das wäre ja noch schöner. Habe ich ja jetzt schon sehr lange. Und mit dem Add-on kommen diese drei hier noch dazu für die Langzeitmotivation. Bei dem Hauptspiel sind diese schon vorenthalten. Dann in den Auszeichnungen sehen wir die Erfolge, die man quasi kriegen kann. Manche mit einem, manche auch mit mehreren Stufen. Die Herausforderungen sind wirklich teils schwere Herausforderungen, zum Beispiel hier nutzen sie folgende Items, da muss man dann wirklich alles nacheinander machen. Das kann schon schwierig sein, oder Projekte abschließen oder von allen Executives, die es gibt, auf eine Insel machen oder drei Monumente auf einer Insel, das sind schon happige Sachen. Dann Geheimnisse gibt es, das ist dann sowas wie, nennen sie ihr Schiff USS Enterprise, dann bekommen sie so eine Auszeichnung. Ganz nettes Gimmick. Da bin ich wirklich
Naja gut, ich habe auch ein bisschen nachgeschaut im, im Lösungsbuch, im offiziellen. Naja, in der Archenkonfiguration haben wir unsere Cloud hier, unsere Arche, die uns in alle Partien begleitet. Und da kann ich reinlagern, was ich will. Ich habe hier ein paar Kriegs-Items. Das ist eigentlich im Mehrspielermodus ziemlich unfair, wenn man da sowas hat. Aber naja, meine Güte, kommt vor. Dafür ist es ja da. In der Profilstatistik sehen wir über alle Partien hinweg, was wir am meisten, wie viel und was und wo und generell, ne, sehen wir, was wir alles haben. Dann gibt es noch Screenshots, die man im Spiel machen kann. Habe ich auch ein paar Bonusinhalte, was es noch sonst außer den kostpflichtigen Sachen noch freizuschalten gibt. Das sind ziemlich viele Sachen. So, hier unten haben wir Kontaktliste und Chat. Schreibe ich mal was. Hi. Viele Leute gibt es leider nicht mehr hier in Anno. Jeder hofft auf ein neues Anno. Hier oben immer die aktuellen Sachen. Patch Note 2.0. Es gab 10 Patches, die mit der Zeit veröffentlicht wurden. Man soll auch außerdem noch Anno Online spielen, steht hier. Hier oben sehen wir die Spieleinstellung, die Weltstatistik. Da können wir auch mal hingehen. Da wird uns gezeigt, wie hoch die Wahlbeteiligung ist und so weiter. Also global gesehen. Datenlog ist so ein bisschen wie Tutorial, also so ein bisschen die Spielanleitung, kann man fast schon sagen. Nachrichten ist das Unnötigste, da werden einem nur so Sachen gesagt, die kein Mensch braucht. Wir brauchen Unterstützung oder neue Abstimmung im Senat. Genau. Hier Senatswahl, Weltratswahl kann man bestimmte Aktionen im Spiel dann haben. Also das Spiel ist wirklich sehr schön, da muss man viel erklären bei dem Spiel Anno 2070, weil es einfach so komplex ist. Dann Tagesgeschehen, das ist immer ein Auftrag pro Tag, ein neuer. Und dafür kann man Karrierepunkte verdienen, aber wir haben ja schon alles. Spielladen und hier oben den Abspann, den wollen wir aber jetzt noch nicht sehen. Natürlich, das schauen wir uns im letzten Part an. Die Credits sind die längsten, die ich jemals gesehen habe in irgendeinem Spiel, weil die einfach so lahm ablaufen. Aber dazu kommen wir noch später. So. In der Einsatzkarte, das ist das Wichtigste, was es hier gibt, haben wir hier viele Optionen dieses Mal. Und zwar einmal natürlich das Endlosspiel, das freie Spiel, einfach normal und schwer. Da können wir in den Spieleinstellungen noch den Rest festlegen. Ja. Das Dümmste finde ich, dass das Add-on hier quasi im selben Spiel drin ist. Das heißt, wir können hier Add-on an- oder ausschalten. Das ist das erste Mal, dass Ubisoft so etwas macht. Finde ich ziemlich bescheuert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte zwei Spiele, zwei einzelnen bevorzugt. Weil man muss ja mal überlegen, man kriegt mit diesem Add-on, wenn man das kauft, kriegt man eine DVD. Aber die ist eigentlich nur Deko, weil man braucht nur den Code. Den Code gibt man hier ein, schaltet alles frei, weil man es schon runtergeladen hat. Disk völlig unnötig. Also das ist was, das bemängel ich. Das ist mal ein negativer Kritikpunkt, würde ich sagen. Ob ihr das auch so sieht, weiß ich nicht, aber ich sehe das so. So, dann gibt es hier aus dem Endlosspiel noch natürlich die Kampagne. Das ist eine ziemlich große Kampagne. Und auch hier immer wieder mit so bestimmten Videobriefings. Ja, Kampagne habe ich auch schon geschafft. Ist, wie ihr seht, an einem Stern zu erkennen, nicht so besonders schwer. Da geht es halt um Father und so weiter. Oh, Sie hi, hallo. Einen Reset. Ja, nette Kampagne wirklich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, die durchzuspielen. Dann Missionen gibt es. Davon sind 3, 4, 5, 6, 7. Bei der normalen Version. 3 kommen mit dem Add-on hinzu. Da muss man dann bestimmte Sachen vorbereiten und machen. Die Jorgensen-Hochebene habe ich geschafft schon. Dann schwarzes Gold und mit allen Mitteln. Das sind Mehrspieler-Missionen. Die gehen nur mit Mehrspieler. Und da haben wir ein bisschen gecheatet, mein Freund und ich. Und zwar haben wir da einfach das gezockt. Und einer ist ausgestiegen, dann hat der andere automatisch gewonnen. Das heißt, da muss man sich wirklich nicht rummachen bei den Missionen. Ganz einfach zu schaffen. Dann haben wir hier nochmal das Weltgeschehen. Das Weltgeschehen ist ein Geschehen, das
ist zeitlich begrenzt und da kann man Punkte sammeln und bestimmte Sachen freischalten und man kriegt auch Karrierepunkte. Auch hier wieder ein Videobriefing, das macht Ubisoft schon sehr zuverlässig. Und in der Statistik können wir die Top-Spieler hier. Hier sehen wir zum Beispiel, Anno Atomic ist immer der Erste, sag ich dir. Und Anno Tom 259 ist immer der Zweite. Ist bestimmt eine Person, die beides zockt. Weiß nicht, ob die cheaten, aber 226 Punkte ist, wenn man hier einen Punkt bekommt und da 10, schon ziemlich utopisch, muss ich sagen. Und früher waren das noch viel mehr, die da mitgemacht haben. Heutzutage, ihr habt gesehen, die Wahlbeteiligung liegt bei 1%, obwohl ich eigentlich regelmäßig wähle. Dann mit dem Add-on hinzugekommen sind nochmal diese Missionen. Bonus-Missionen sind bei den DLCs dabei. Die sind nochmal richtig krass schwer. Und dann gibt es noch einen Multiplayer-Modus über mehrere Tage. Das ist dann so, muss mal gucken, ob ich das vielleicht auch noch mache. Das sind einfach so Sachen, da geht es nicht um Krieg, sondern geht es um Aufgabenerfüllung und auch hier wird uns das nochmal erklärt, aber das zeige ich später. Da widmen wir dann verschiedene Parts dann diesen Teilen des Spiels zu. Ach Gott, muss ich viel reden heute. Dann gibt es natürlich noch das ganz normale Mehrspieler. Da ist jetzt gerade überhaupt keine Partie, die gerade offen ist. Da kann man kompetitiv sowie kooperativ spielen, das heißt zusammen und gegeneinander. Ich bin eher der Verfechter von gegeneinander, weil das macht mehr Spaß. Dann würde ich mal sagen, fangen wir einfach mal an. Und zwar machen wir das mit den Einzelmissionen. Und zwar, das habe ich schon gemacht. Wir gehen hier, machen das einfach der Reihe nach. Also machen wir jetzt freie Marktwirtschaft. Sachverhalt analysiert. In Auftrag von Global Trust sollen sie in einem unwirtlichen und kaum bevölkerten Landstrich neue Märkte erschließen. Sorgen Sie für eine florierende Wirtschaft und nutzen Sie alle Handelsmöglichkeiten, die sich Ihnen bieten. Szenario-Ziele: verdienen Sie 100.000 Credits ausschließlich durch Handel. Oh, das dauert lang. Und erreicht Sie ein Vermögen von insgesamt 150.000 Credits. Fokus auf Handel, Diplomatie. Kein Tiefsee-Add-on hier gegriffen. Man kann es auch im Multiplayer starten. Los geht's, wir spielen im Singleplayer. Damit stellt sich die größte Frage des Spiels natürlich auch wieder. Welche Fraktion erscheint uns die beste? In diesem Part stelle ich euch beide vor. Und da gucke ich mal kurz auf die Uhr. Wie machen wir das? Den nächsten Part werde ich das auswählen und wir fangen an. Der erste Part, nur Beschreibung. So, als erstes die Eden Initiative. Ist ein Verbund einflussreicher, global agierender Umweltorganisationen. Ich bin Jana Rodriguez, die Sprecherin der Initiative. Wenn du die Herausforderungen der modernen Welt meistern willst, bist du bei uns goldrichtig. Der Megakonzern Global Trust unternimmt lachhafte Versuche, unsere Arbeit zu diskreditieren. Hör nicht auf die Einlassungen dieser ewig gestrigen Nachhaltigkeit. Kennt dieser Konzern doch nur beim Verschleiß natürlicher Ressourcen. Entgegen der Global Trust Propaganda sind es gerade unsere umweltschonenden Green-Tech-Verfahren, die den Menschen Wohlstand und Sicherheit garantieren. Die Eden Initiative nutzt modernste Technologien zur Energiegewinnung. Unser ökonomischer Weitblick garantiert eine lebenswerte Welt auch für zukünftige Generationen. Rückständige Kräfte fühlen sich durch unseren Erfolg oft bedroht. Er hält uns für wehrlose Pazifisten, bedroht uns. Ein oft folgenschweres Missverständnis. Die Eden Initiative profitiert vom Weitblick ihres Gründers und geistigen Vaters Seamus Green. Wenn du dich bei uns engagierst, wird er das mit größter Freude zur Kenntnis nehmen. Schließ dich der Eden Initiative an. Streite mit uns für eine stabile, lebenswerte Welt. Wir brauchen wache Geister wie dich. So, das war die Eden Initiative. Das Gute an der Eden Initiative ist, finde ich, dass sie Schutzschilder haben. Das heißt, sie können sich vor wirklich allem schützen, zumindest auf ihren Inseln. Und dass sie sehr schöne, wendige, leichte Schiffe haben und die wirklich also
also auch ihre Ökobilanz ziemlich gut halten und deswegen ihre Bevölkerung auch immer viel zufriedener ist als die anderen und man nimmt quasi mehr Geld ein. Das sind die Vorteile an den Eden Initiative. Jetzt schauen wir uns Global Just an. Mein Name ist Rufus Vaughn, Sprecher und Vorstandsmitglied. Hören wir gleich ganz andere Musik. Ich hoffe sehr, Sie für eine Zusammenarbeit mit uns gewinnen zu können. Ist Ihnen die Eden Initiative mit Ihren Heilsversprechungen ein Begriff? Fallen Sie nicht darauf herein. Mit deren Ineffizienz sind Sie definitiv jenseits von Ihnen. Global Trust hingegen packt die Probleme der Gegenwart an. Wir sind der weltweit größte Energielieferant und Arbeitgeber. Wir schaffen neue Perspektiven, wo andere zaudern und debattieren. Dabei greifen wir auf bewährte Produktionsmittel zurück und vertrauen auf unsere außergewöhnliche Wirtschaftskraft. Zudem hat Global Trust uneingeschränkten Zugriff auf die bedeutendsten Rohstoffvorkommen der Welt. Das gefällt nicht allen. Manche schrecken selbst vor Gewalt nicht zurück. Aber keine Sorge, Global Trust löst Probleme. Falls erforderlich, auch mit dem nötigen Nachdruck. Unsere Stärke verdanken wir vor allem unserer brillanten Vorstandsvorsitzenden Skylar Bates. Sie hat Global Trust an die Weltspitze geführt und sorgt dafür, dass wir oben bleiben. Wenn Sie auch zu den Gewinnern zählen wollen, reichen Sie uns die Hand zu den und werden Sie Teil von Global Trust. Sie werden es nicht bereuen. Versprochen. Ja, also die beiden Fraktionen machen halt eben so ein bisschen Werbung um sich. Und ja, der Vorteil an Global Trust ist eben, dass das sind die Kriegsleute. Das heißt, die bauen richtig fette Schiffe und die können Raketen abfeuern. Und die liefern sehr viel Energie. Und durch diese viele Energie und die vielen Produktionsbetriebe, die man machen kann, ist das, ja, wie soll ich sagen, eher so die Fraktion für die kriegerischen Leute unter uns. Also im Mehrspielermodus würde ich auf sicher gehen und lieber die Tycoons wählen und nicht die Ecos. So, wen genau ich aber auswähle das nächste Mal? Ob Eden Initiative oder Global Trust, sehen wir im nächsten Part. Also, dann bedanke ich mich fürs Ansehen dieses ersten Parts. Und würde ich mal sagen, bleibt dran, oder? Ich meine, es kann nur noch spannender werden hier bei Let's Play Anno 2070, die Tiefsee. Und ja, würde ich sagen, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.